Die Menschen in Deutschland haben so langsam wirklich die Schnauze voll, von diesen ganzen Messerangriffen, Messerattacken tagtäglich in den Nachrichten zu hören und vielleicht sogar in dem Familienkreis, im eigenen Bekanntenkreis davon mitzubekommen. Und nun hat sich aus der Bevölkerung jemand ein Herz gefasst und hat dem Bundeskanzler einen Brandbrief geschrieben. Aber keine Reaktion von unserem geliebten Bundeskanzler. Das finde ich persönlich wirklich frech und bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Starten wir ins Video. Die Zeitschrift News schreibt: Polizei schreibt einen dramatischen Messerbrief an den Bundeskanzler, aber er antwortet nicht einmal. Der Chef des Bundes, der deutschen Kriminalbeamten, schrieb einen Brandbrief an den Bundeskanzler wegen den zunehmenden Messergewalttaten in Deutschland. Doch der Kanzler Olaf Scholz von der SPD hat nicht mit einem Wort auf die eindringlichen Warnungen und Bitten der Kriminalpolizisten geantwortet. Finde ich sehr, sehr krass. In seiner Pressemitteilung titelt der Bund der deutschen Kriminalbeamten, BDK, bereits Messergewalt in Deutschland. Wir benötigen einen Paradigmenwechsel. Im nun veröffentlichten Brandbrief vom 12. Juni 2024 an den Kanzler direkt werden zu Beginn bereits die dramatischen Kriminalitätszahlen aufgelistet. Und das ist wirklich krass. Insgesamt wurden in 8.951 Fällen Messer im Zusammenhang mit einer gefährlichen oder schweren Körperverletzung und in 4.893 Fällen bei Raubdelikten eingesetzt. Also, wie ich es auch in den letzten Beiträgen auch immer wieder mal erwähnt habe, die Statistik ist am Explodieren. Es ist wirklich ganz krass, was in Deutschland abgeht. Unter den Messerangriffen werden Angriffe erfasst, die mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder ausgeführt werden. Hingegen sei eine Erfassung des bloßen Mitführens von Messern in der Öffentlichkeit, in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht vorgesehen, wird angemerkt. Hier zu einer kleinen Statistik. Vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 gab es eine 19,8% Steigerung, sowie vom 22 auf das Jahr 2023 8,6%. Das ist eine deutliche Steigerung der Fallzahlen bei der Gewaltkriminalität. Aus kriminalpolizeilicher Sicht sei das Messer wegen seiner Verfügbarkeit, Mitführungsmöglichkeit, Handhabung und Effizienz besonders von Bedeutung. Es ist ja klar, es ist klein, handlich, jeder kann es mitnehmen, ganz leicht versteckt, fällt nicht auf und wenn man es braucht, kann man es einfach ziehen. Wo ist das Problem? Dementsprechend haben die Beamten den Bundeskanzler aufgefordert um dringende Änderungen. Und das ist auch sehr interessant, wie die Änderungen aussehen. Bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu gleich ist. Die Kriminalbeamten weisen im Brief an den Kanzler darauf hin, dass Scholz selbst in der Regierungserklärung feststellte, dass von Waffen- und Messerverbotszonen noch mehr gebraucht machen sollte. Doch leider wurden die bislang eingerichteten Waffenverbotszonen nach unserem Kenntnisstand nicht flächendeckend und hinreichend evaluiert, bemängeln die Beamten. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, damals zur Gesundheitskrise 2020 und die nächsten Jahre darauf gab es doch auch Maskenbereiche, wo man dann zu gewissen Uhrzeiten Maske tragen musste. Also man wurde dann verpflichtet, wenn du in diesem Bereich in einer Fußgängerzone betrittst, ab jetzt musst du Maske tragen, aber auch nur zwischen 9 und 18 Uhr oder zwischen 11 Uhr und 5 Uhr morgens, irgendwie so. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, also hier ist es gleichzustellen mit einer Waffenverbotszone. Ab dieser Zone, wenn du diese betrittst, darfst du dann kein Messer mehr tragen, vorher aber schon. Die Rückmeldungen der Länder zu bereits eingerichteten Waffenverbotszonen würden aufgrund der im Rahmen polizeilicher Kontrollmaßnahmen sichergestellten Messer den Schluss zulassen, dass diese Verbotszonen geeignet und erforderlich wären, die Anzahl der im öffentlichen Raum mitgeführten Messer zu reduzieren, meint der BDK-Chef weiter in seinem Brief an den Bundeskanzler. Deutlich heißt es, ausgehend von der Gefährlichkeit, die Messer bei ihrem Einsatz gegen den menschlichen Körper haben, sollte aus unserer Sicht Konsens darüber bestehen, dass jedes sichergestellte Messer einen Gewinn für die Sicherheit im öffentlichen Raum darstellt. Krass. Das heißt natürlich, dass mehr Polizisten gebunden werden, dass natürlich in dem Fall wieder mehr Steuergelder bezahlt werden müssen für unsere Sicherheit, ganz klar. Dass natürlich auch hier Personen im öffentlichen Raum kontrolliert werden können. Und wenn ein Messer sichergestellt wird, ist das ein Riesenerfolg, auf jeden Fall. Es ist ja nicht so, dass man ein Messer nicht gleich wieder irgendwo bei irgendeinem Laden kaufen könnte. Und dementsprechend fordert aber der BDK-Chef die klare Bitte im Brief,
dringend ein generelles Trageverbot von Messern im öffentlichen Raum zu prüfen und die aktuellen gesetzlichen Regelungen des Waffengesetzes zu evaluieren. Leider gab es aber bis heute noch keine Rückmeldung vom Bundeskanzler Scholz. Was ist aber nun der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass man eine Waffenverbotszone einrichten möchte? Der ausschlaggebende Anlass des Briefes an den Bundeskanzler Scholz war wohl das islamistische Messerattentat auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger, bei welchem der Polizist, wenn ihr euch erinnern könnt, in Mannheim, Ruven Laur, umgebracht worden ist. Die Zunahme von Messerangriffen, bei denen Menschen schwer verletzt oder gar getötet werden, sollte ausreichend Anlass geben, über ein generelles Trageverbot von Messern im öffentlichen Raum nachzudenken und die Prävention bei Kindern und Jugendlichen zu stärken, schreibt der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Finde ich persönlich gut, aber wie mit allen anderen Themen auch, ist Wissen Macht und angewendetes Wissen ist natürlich wirklich dann Macht. Man muss aber dazu auch erstmal die Wissensvermittlung machen und dann ins Handeln kommen. Und ich denke, es ist ein guter Ansatz, wenn man natürlich auch frühzeitig schon anfängt, vielleicht sogar, bevor man den Kindern irgendwelche Gendergeschichten, Frühsexualisierung in den Schulen, Kindergärten beibringt, dass man eventuell Selbstschutzmaßnahmen den Kindern beibringt, beziehungsweise natürlich auch eine gewisse Hellhörigkeit und natürlich auch einen gewissen Bezug zu, ab einem gewissen Alter natürlich, zu solchen Sachen, damit auch sowas nicht als Vorbild natürlich fungiert und Kinder nicht auf die schiefe Bahn kommen können. Denn der Chef der Kriminalbeamten in Deutschland warnt nämlich weiter: Wir beobachten, dass die Hemmschwelle bei Gewaltdelikten, ein Messer einzusetzen, offensichtlich immer niedriger und damit gleichzeitig die Gefahr, sowohl für den einzelnen Bürger als auch im Einsatz befindliche Polizeibeamten, immer höher wird. Das ist klar, das ist ganz krass. Gab es auch schon ganz viele Videos und ich persönlich könnte gar kein Polizist sein, weil ich mir das gar nicht gefallen lassen könnte, wie die teilweise auch selbst die Polizisten oder auch Polizistinnen schikaniert werden. Wirklich krass, die haben keinen Respekt. Es ist heftig. Und wenn du dann da Messer ziehst und die fuchteln da vor dir rum, brutal. Also da finde ich das dann schon auch aus Eigenschutz und als Selbstschutz vollkommen in Ordnung, wenn auch Polizisten oder auch andere Passanten natürlich sich verteidigen können. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Lass mir deine Meinung dazu da. Trägst du selber vielleicht schon ein Messer? Hast du deine Kinder schon im Nahkampf ausgebildet zur Selbstverteidigung? Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wenn dir so ein Video gefallen hat, was du auch dazu sagst zum Bundeskanzler, dass er sich noch nicht gemeldet hat, lass mir deine Meinung auch gerne einfach da und ich freue mich dann auf das nächste Video. Daumen oben da lassen nicht vergessen, ein Kommentar und gerne kannst du den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Ich freue mich auf das nächste Video. Dein Markus aus Alanya.